Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute gehen wir wieder nach draußen. Ich würde sagen, quatsch ich nicht lange drum rum, hau mir das Intro raus und los geht's. Hi ihr Fischlinge. Das Jahr 2020 gehört zugegeben wohl, eher nicht zu den Jahren, an die man sich wohl gerne erinnern wird und wir wohl alle froh sind, wenn die Krise endlich überstanden und der Normalzustand wieder eingekehrt ist. Aber bei dem momentan schönen Wetter mit viel Sonne macht etwas nach draußen zu gehen das ganze Chaos um einiges erträglicher. Sei es, um etwas im Garten zu sitzen oder sich zum Beispiel in einem schönen Gewässer die Beine zu vertreten. Doch in vielen unserer Gewässer tummelt sich etwas. Etwas, was hier eigentlich gar nicht hingehört. Etwas, was ein riesiges Problem darstellt. Globalisierung ist ein Wort, das man wohl schon einmal gehört hat. Diese findet auch in der Natur statt und dies extrem erfolgreich. Denn Tiere und Pflanzen interessieren sich nicht für Gesetze, geschweige denn Landesgrenzen. Tut sich eine Chance, sprich eine Nische auf, so wird sie besiedelt und nicht selten von invasiven Arten, sogenannten Neozoen. Ein Großteil sind winzig klein, wie zum Beispiel einige Planktonarten. Ein geringer Teil sind natürlich auch Fische. Wir haben uns bereits schon einmal über Neozoen unterhalten und heute möchte ich euch eine dieser invasiven Fischarten bzw. einen Vertreter aus einer Familie etwas genauer vorstellen. Die wissenschaftliche Bezeichnung ist Amaiurus melas oder Ictalurus nebulosus. Zu Deutsch spricht man bei diesen Gesellen vom schwarzen Zwergwels oder schwarzen Katzenwels. Katzenwälse, ja, das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Davon gibt's eine ganze Menge und unser heutiger Videostar ist nicht die einzige Art, die als Neozoe ein Problem darstellt, auch wenn er eher einer der kleineren Vertreter dieser Familie ist. Ursprünglich kommen diese Fische aus dem mittleren Westen der USA und im südlichen Teil Kanadas, über die Ebenen vom Westrand der Appalachen bis zum Ostrand der Rocky Mountains, von Saskatchewan und Manitoba im Norden bis Südtexas und New Mexico im Süden vor. Wie so häufig ist der Mensch dafür verantwortlich, dass sich diese Fische auch weit über diese Gebiete verbreitet haben und auch in vielen Ländern Europas Fuß gefasst haben. Auch in vielen unserer Gewässer fühlt sich der schwarze Katzenwels mittlerweile mehr als wohl. Die obere Körperhälfte ist schwarz-grün oder je nach Umgebung auch gelb-braun. Die Unterseite ist grau bis zu weiß. Die Fische besitzen 8 Barteln. Diese sind genau wie die obere Körperhälfte dunkel und niemals weiß gefärbt. Neben der sonstigen Merkmale, die für Wälse typisch sind, besitzen Katzenwälse lange scharfe Stacheln am vorderen Rand ihrer Rücken- und Brustflossen. Fühlen sie sich bedroht, können sie diese aufstellen und arretieren, was es Raubfischen schwer macht, diese Fische zu verschlucken. Dadurch haben ausgewachsene Tiere kaum natürliche Fressfeinde und viele Raubfische haben sogar selbst mit Jungtieren so ihre Probleme. Ausgewachsene Tiere werden meist etwa 25 bis 35 cm lang. Es ist aber auch möglich, dass selten über 60 cm und bis über 3,5 Kilo erreicht werden. Die Lebenserwartung ist relativ kurz und beschränkt sich meistens auf gerade mal 3 Jahre. Es finden sich aber auch Berichte, wo von 4 bis 5 Jahren gesprochen wird oder sogar selten ein Tier sogar etwas über 10 Jahre alt werden kann. Im Alter verlieren sie extrem an Gewicht und so wiegt ein ausgewachsenes Tier am Ende seines Lebenszyklus nicht selten weniger als 500 Gramm. Erwachsene Tiere sind Allesfresser. Nach Nahrung gesucht wird überwiegend nachts und bevorzugt am Gewässergrund, sowohl nach verschiedenen Pflanzen und Tieren. Der Großteil der Nahrung besteht aus Insektenlarven und Krebstieren. Dies richtet extremen Schaden sowohl an heimischen Insekten, deren Larven verzehrt werden, sowie an der Brut und den Eiern heimischer Fischarten an. Auch kleinere heimische Fischarten selbst, Krebse, Egel, Muscheln, Schnecken enden als Futter und wie gesagt, vor vielen Pflanzen wird auch nicht Halt gemacht. Als wäre dies nicht schon schlimm genug, kommen die Tiere mit den unterschiedlichsten Wasserwerten, Wasserverunreinigungen und wenig Sauerstoff so gut wie problemlos zurecht. Um noch einen draufzusetzen, reden wir noch kurz über die Vermehrung. Laichzeit ist vom späten Frühling bis frühen Sommer. Die Elterntiere heben Laichgruben aus und bewachen gemeinsam die Eier und betreiben aktive Brutpflege, bis die Jungtiere mehrere Zentimeter groß sind, was sie zusätzlich sehr erfolgreich in der Verbreitung und Übernahme eines Gewässers macht. So ist es ihnen möglich, ihre
Population meist in gerade mal weniger als 2 Jahren zu verdoppeln. Ihr könnt euch selber hochrechnen, was das bedeutet. Katzenwelse wurden vermutlich um 1900 als Speisefisch angesiedelt und wie das eben so ist, wenn man Tiere einfach irgendwo einsetzt, macht dies meistens mehr Probleme, wie es Nutzen bringt. Ganze Systeme können durch eine solche Änderung zerstört werden. Pflanzen, die verschwinden, verringern zum Beispiel nicht mehr die Fließgeschwindigkeit eines Flusses, was zu Überschwemmungen führen kann. Algenplagen wegen fehlender Tiere, die diese im Schach halten. Dies kann zu Sauerstoffmangeln führen und ein ganzer Teich oder Weiher dadurch umschlagen und den Tod für alle Wasserbewohner bedeuten. Ein kleiner Trost bleibt jedoch. Katzenwelse wurden, wie gesagt, vermutlich als Speisefisch eingeführt und scheinen, was ich so beim Recherchieren gelesen habe, sogar recht schmackhaft zu sein. Die starke Befischung dieser Tiere und der Weg auf viele Speisekarten von unseren Restaurants wäre eine Maßnahme, dieser Bedrohung zumindest etwas entgegenzuwirken. Zum Schluss des Videos möchte ich noch einmal anmerken, auch das Aussetzen von Aquarienbewohnern kann je nach Art eine Bedrohung für einheimische Arten darstellen. Sei es als Neozoo, wegen eingeschleppter Krankheiten oder zum Beispiel auch wegen Hybridbildung, wenn sich sehr nah verwandte Fischarten kreuzen. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Gefallen euch solche Videos etwas fernab der Aquaristik? Ich hätte noch einiges an Material über andere bei uns eingeschleppte Fischarten. Eure Meinung dazu gerne ab in die Kommentare. So Freunde, das war's jetzt mit dem Video über den Katzenwels oder über einen Vertreter der Familie der Katzenwälse. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in Form eines Daumen nach oben freuen. Unterstützt mich, hilft mir sehr, ist gut für den YouTube-Algorithmus. Ansonsten könnt ihr mir die Videobeschreibung schauen, dort findet ihr die Links für mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet. Könnt ihr mir folgen, mir ein Like da lassen, mir eine Freundesanfrage schicken oder was auch immer und mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Fischlinge, und ich bin raus.